Du weißt bestimmt, dass es einige Krankheiten gibt, gegen die man sich mit einer Impfung schützen kann. Aber was passiert da eigentlich genau im Körper? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt dir die EGGF in diesem Video. Aufgeklärt, das Doktorial. Wir beantworten eure Fragen. Wie funktioniert eine Impfung? Um zu verstehen, wie eine Impfung funktioniert, ist es hilfreich, sich klarzumachen, was in deinem Körper passiert, wenn Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Parasiten in ihn hineingelangen. Wir greifen uns mal ein Virus als Beispiel heraus und erklären daran dein Abwehrsystem. Der Igelball ist dabei unser Modell für das Virus. Ein Virus enthält im Inneren die Erbinformation mit dem Bauplan und wird von einer Virushülle umschlossen. Die Hülle ist nicht glatt, sondern enthält verschiedene Strukturen, die wie Schlüssel funktionieren. Diese Schlüssel an der Oberfläche ermöglichen es den Viren, in ganz bestimmte Zellen deines Körpers einzudringen. Wenn sie drin sind, können sie diese Zellen dazu zwingen, neue Viren herzustellen. Alleine können Viren sich nämlich nicht vermehren. Weil diese Körperzellen dadurch zerstört werden, wirst du krank. Je nachdem, an welchen Stellen im Körper Zellen befallen werden, bekommst du unterschiedliche Symptome, wie zum Beispiel Schnupfen, wenn Zellen in der Nase befallen werden. Jede Virusoberfläche sieht anders aus und hat andere Schlüssel, mit denen sie Zellen aufschließen und schädigen kann. Unterschiedliche Virustypen verursachen also unterschiedliche Krankheiten. Wie wehrt sich der Körper gegen Krankheitserreger? In deinem Körper gibt es ein Abwehrsystem, das am besten mit einer Gesundheitspolizei verglichen werden kann. Diese Polizei hat viele verschiedene Einheiten. Die angeborene Abwehreinheit arbeitet von Anfang an. Die sogenannte erworbene Abwehreinheit erlernt im Laufe deines Lebens, auf bestimmte Krankheitserreger gezielt zu reagieren. Woher weiß die Gesundheitspolizei nun, dass es etwas zu tun gibt? Alle körpereigenen Zellen haben eine Art Markierung auf der Oberfläche, die zeigt, dass sie zum Körper gehören und was ihre Aufgabe ist. Dein Abwehrsystem erkennt daran, hier ist alles in Ordnung, es ist kein Einsatz notwendig. Wenn ein Virus in den Körper gelangt, erkennt deine Abwehr, dass dieser nicht dazu gehört, also Einsatz. Das Virus wird mit Antikörpern als fremd markiert. Diese ersten Antikörper, sogenannte IgM-Antikörper, passen noch nicht perfekt auf die Virusoberfläche, können die Viren aber schon zum Teil daran hindern, in die Zellen einzudringen. Außerdem sind sie ein Signal an andere Abwehrzellen, dieses Virus unschädlich zu machen. Nach einigen Tagen produziert dein Körper sogenannte IgG-Antikörper, die genau auf die Oberfläche dieses speziellen Virus passen. Diese markieren das Virus ebenfalls als fremd und sind ein sehr starkes Signal, um die restliche Abwehr zu aktivieren. Außerdem nehmen diese IgG-Antikörper dem Virus weitgehend die Möglichkeit, weitere Körperzellen zu befallen. Dein Körper wird wieder gesund. Damit der gleiche Virustyp nicht nochmal Probleme machen kann, merkt sich dein Körper sein Aussehen, also seine Oberfläche. Dafür sind sogenannte Gedächtniszellen zuständig. Dieser große grüne Kegel symbolisiert in diesem Fall also eine Zelle, nicht Antikörper wie zuvor die gelben und roten Kegel. Wenn also Viren mit der gleichen Oberfläche wieder in den Körper gelangen, werden von den Gedächtniszellen sofort die für diesen Virustyp perfekt passenden IgG-Antikörper hergestellt. Dadurch können die Viren sich nicht mehr ungestört vermehren und du wirst gar nicht mehr oder nur noch ganz leicht krank. Was passiert nun beim Impfen? Impfungen machen sich diese Lernfähigkeit deines Körpers zunutze. Im Prinzip ist Impfen so etwas wie Vokabellernen für die körpereigene Abwehr. Dazu werden häufig Teile der Virushülle in deinen Muskel gespritzt. Das reicht aus, um das Virus als fremd zu erkennen und auch, um sich diese Information für die Zukunft zu merken. Die meisten Impfstoffe richten sich gegen Viren, aber es gibt auch Impfungen gegen Bakterien oder deren Giftstoffe. Bei der Impfung passiert das Gleiche wie bei der Ansteckung mit einem krankmachenden Virus. Dein Körper erkennt etwas Fremdes und markiert dieses Fremde mit Antikörpern. Die ersten Antikörper passen nicht perfekt, aber mit der Zeit werden die besser passenden und damit besser wirksamen hergestellt. Diese merkt sich der Körper in seinen Gedächtniszellen. Wenn nach einer Impfung das Virus wirklich in den Körper gelangt,
wird es anhand seiner Oberfläche sofort erkannt und es werden gleich die besser wirksamen IgG-Antikörper hergestellt. Das bewirkt, dass dein Körper an dem Virus gar nicht oder nur ganz leicht erkranken kann. Sicher kennst du das vom Vokabellernen auch, dass man sich einige Wörter ganz leicht merken kann und man andere mit der Zeit vergisst und wiederholen muss. So geht es der Abwehr auch. Manche Impfungen braucht man nur ein-, zweimal und schon merkt sich der Körper diesen Erreger ein Leben lang. Andere Impfungen muss man wiederholen, damit sich die Gedächtniszellen weitererinnern. In seltenen Fällen werden ganze Erreger und nicht nur Oberflächenbestandteile zum Impfen benutzt. Damit niemand erkrankt, werden die Erreger vorher deutlich abgeschwächt. Ganz moderne Impfstoffe benutzen sogar nur die Bauanleitung für Oberflächenbestandteile. Kann mich die Impfung krank machen? Manchmal spürst du vielleicht nach einer Impfung, dass die Gesundheitspolizei gerade im Einsatz ist. Bei manchen Geimpften wird die Impfstelle rot, warm und tut weh. Einige geimpfte Menschen berichten, dass sie sich schlapp fühlen, leichtes Fieber, grippeähnliche Symptome oder andere leichte Beschwerden bekommen. Meistens dauern die Beschwerden nur wenige Tage. Das wird als Impfreaktion bezeichnet. Nebenwirkungen über diese Impfreaktion hinaus sind sehr selten. Alle Impfungen, die du erhältst, werden in deinem Impfpass vermerkt. So hast du und natürlich deine Ärztin den Überblick, gegen welche Krankheiten du geschützt bist und wann die nächste Impfung notwendig ist. Den Impfpass solltest du an einem sicheren Ort aufbewahren und zu bestimmten Arztbesuchen sowie auf Reisen dabei haben. Das war unser kurzes Video zum Thema Impfen. Wenn du etwas über bestimmte Impfungen oder etwas über die Erreger wissen willst, gegen die sie schützen, schau dich doch mal in unserem Kanal um. Übrigens, dieses Video wurde von der Bahn BKK gefördert.